Hallo und herzlich willkommen zurück zu Les 17 auf der Westbridge Chills. Beim letzten Mal haben wir ja angefangen, hier schon mal anzusehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will heute mit euch Gras mähen gehen für die Kühe. Denn ich will langsam hier anfangen, mit den Kühen weiterzukommen. Ich lasse es mal ganz einfach mal da liegen, das Gewicht. Aber vorher brauchen wir noch ein bisschen Zeug zum Mähen. Das heißt also, ich brauche erstmal ein Mähwärsch. Und das hier. Und das hier. Also, es wird heute nur gemäht. Was anderes wird heute nicht hier auf der Map gemacht. Weil das schon zeitintensiv genug ist hier. Das zu mähen, was ich gern mähen will. So. Einmal rum und dann geht's weiter zu unserem Hof. Ich hoffe, ihr habt alle heute einen guten Tag gehabt. Bald geht's los mit der Farmcom. 18., 19., 7. Da bin ich dort dann bei der Farmcom. Lauingen, das ist in Bayern, also Lauingen. Das ist nicht weit von mir hier. Ich fahre knapp 2 Stunden, bin ich dort. Auf jeden Fall gehe ich da dann zur Farm kommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Denn auf Feld 16 haben wir Gras und bei Feld 13 oben haben wir auch noch viel Gras und das will ich heute ganz gern mit euch mähen. Dann tun wir es noch zittern, schwadern, dass wir da raus Heu kriegen und dann wird's zu den Kühen verfüttert. Beziehungsweise mache ich dann Ballen. Ich brauche ja Heuballen für die Mischration zum Herstellen. So. Da steht alles noch sogar auch. Das kommt nach hinten, wenn ich. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig rum. Ja, einmal hier. Und das kommt dann dementsprechend nach vorne. So. Jetzt geht's weiter zu Feld Nummer 16. Dann natürlich ein bisschen Gras zu mähen. Einmal Gras bitte zum Mitnehmen. Bitte alles zum Einpacken. Sagt mir das nicht so. Alles bitte zum Einpacken. Egal was es ist, immer alles einpacken. So, Feld 16 kommt da gleich. Beim letzten Mal haben wir die letzten Zuckerrüben noch eingesammelt. Ich habe noch ein weiteres Lieder gebraucht. Ich habe auch noch ein bisschen Zuckerrüben verkauft, weil ich nicht so viele Zuckerrüben exakt brauche. Mal kurz gucken, da fängt mein Feld an. So, dann mache ich mal VB, also eine X erstmal. G, X, V, G, V. So. Und jetzt wird wieder gemäht. Ich muss mal kurz Karton aufmachen, dass ich weiß, wie weit unser Feld geht. Ich habe gerade mit der Steuerung ein bisschen Probleme. Ja, wir sind natürlich ein bisschen zu weit, aber ist egal. Jetzt habe ich es ausgemacht. Aber jetzt geht es weiter.
im Heu machen. Also wie schon gesagt, das ist erstmal Gras. Dann tue ich einen Setter nehmen, der tut das Gras in Heu umwandeln. In der Wirklichkeit dauert es ein paar Wochen, bis man da Heu kriegt, aber hier im Spiel dauert es ein paar Sekunden, dann hat man schon ein bisschen Heu. Ja, jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Jetzt. Als nächstes hole ich mir noch ein Setup, mache das dann mit dem Setter noch, dann mit dem Schwader und da habe ich was übersehen. Ich will ja schließlich alles mitnehmen hier von meinem Grasfeld. So rumfahren, was haltet ihr davon? Da muss ich nicht so oft wenden. Kann ich gar nicht fahren. So jetzt. Wir mähen Gras, wir mähen Gras um 4:31 Uhr. Spiel Ingame-Zeit. Einmal durch. So. Dann haben wir einmal die Runde geschafft. Ich muss mich gerade kurz um die Sämaschine kümmern, dass die das Feld da weiter macht. Dann ist es nämlich leer. Ich muss erst im Shop gucken, ob ich da was hab zum. Irgendwie ist dann Licht, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Jetzt holen wir uns einen anderen Adapter, wo funktioniert dann. Irgendwie habe ich dann Licht drin, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Hier. So. Auch nicht. Die Saatgut ist gut.
Okay, diese beiden sind schon leer. Schlecht. So, es wird Zeit, dass wir bald anfangen können, unser eigenes Saatgut herzustellen. Da habe ich auch einen Mod installiert, wo man das machen kann. Sein eigener Saatgut und Dünger herstellen. So gesagt, brauche ich erstmal Mist. Mist und Gülle. Naja, Mist oder Gülle, oder? Jetzt kann man selbst gucken. Steht leider nicht dabei, was man dafür braucht. Aber für Saatgut braucht man Dünger, das weiß ich. Gucken wir gerade mal den ganzen noch voll hier, wie es nicht mehr geht. Und diese Maschine sagt Stopp. Nach links. Ich kann sie mir fahren. Ich muss so fahren bei dem Ding. Weiß ich, was ich mache, soll halt das Gefühl gerade eben. Ja. Müssen wir uns um den gerade mal kurz kümmern dann. Wenn ich hier mal fertig bin. Also es geht auf jeden Fall Deutsch, kann ich euch sagen, nach Lauingen, habe ich ja auch schon gesagt. Da gehe ich auf jeden Fall hin. 18. 19. Juli. Da bin ich dann dort und berichte vielleicht live von dort aus. Mal schauen, wie ich das dann mache. Da schicke ich auf jeden Fall erstmal der Helfer durch. Ah, doch, der weiß, was er noch macht. Dann nehme ich den hier zum Schwadern. Die zwei sind zum Zettern erstmal. Also wir brauchen jetzt auch noch einen Zetter. Einen Zetter, Zetter oder Zetter. Zwölf Meter reichen erstmal, mieten. Und los geht's. Na, ah, das ist die Sonne kommt gerade raus. Und zwei Schwarz da so glitzert. Ah, ich bin falsch gefahren. Ich bin so rum. Ba. So. Müsste ja gleich dort sein beim Shop. Ich freue mich echt wieder zur Fahrerkomm zu gehen, zu können. Weiter diesmal bei der Firma Deutz. Deutz denke ich mal wieder neuer DLC-Partner sein von Giants. Gehe ich mal davon aus. Und Giants da schon eine Veranstaltung macht bei Deutz. Dann kann man ja davon ausgehen, dass auch Deutz der nächste DLC hier rauskommt. Oder hier in das Spiel reinkommt, so rum. Jetzt bin ich an der Laterne hängen geblieben, auszusehen. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Deutz-Fan. Was habt ihr für Lieblingsmarken hier im Spiel?
Schreibt mir jetzt gerade in die Kommentare rein, dann können wir ein bisschen diskutieren über das Thema. Eure Lieblingsfahrzeuge bzw. eure Lieblingsmarken hier im LS17, ob ihr jetzt LS17, LS15 oder LS19, ist egal. Schreibt es mir bitte dann in die Kommentare. So. Dann kann ich ihn nämlich schon mal anfangen zu zittern. Jetzt ist das Ding mal ausgebreitet hat. So, und los geht's. Wenn es da krumm schief aussieht, macht nichts. Ich muss sowieso da noch schwadern und dann kann man das Ganze auf eine Schwad machen. Nur wie man das hier gut erkennen kann, von dunkelgrün auf hellgrün auf ein paar Sekunden, in Wirklichkeit dauert das ein paar Wochen. Wie lang genau kann ich euch jetzt sagen, ich bin kein Fachkraft für Landwirtschaft, heißt es glaube ich mittlerweile. Also Beruf gibt es wirklich, also den Beruf Landwirt gibt es noch, aber was der genau für eine Bezeichnung hat, kann ich euch leider nicht sagen. Ich glaube ich muss das Spiel noch ein bisschen lauter stellen. Konnte es man hier nicht, doch hier. Oh, 40%. So. Ihr guckt auch bei den anderen zwei Kolleginnen nach. Das ist einmal Nathalie LP und Christian Graul. Christian Graul hat erst vor kurzem angefangen live zu streamen. Nathalie macht es schon etwas länger. Die zwei Kanäle schreibe ich euch dann unten in die Videobeschreibung rein. Guckt da bitte auch mal rein, lasst ein Like da, ein Abo. Die zwei würden sich darüber sehr, sehr freuen über neue Gesichter in ihrem Livestream. Das Stückchen vergessen, habe ich gerade gesehen, oder? Naja, hat mitgenommen, gut. Deswegen gesagt, wenn es hier kreuz und quer ist, das macht nichts, ich muss da noch schwadern. Bin ich mal gespannt, wie viele Ballen wir rauskriegen. Schätzt mal, wie viele Ballen kriege ich hier aus Feld 16 raus. Also Heuballen, keine Grasballen, sondern Heuballen. So. Gerade so grob schätze. Das will ich von euch gerne mal wissen. Wie viel Ballen kriege ich hier raus? Wie viele Ballen?
Also sorry, wenn in den letzten paar Tagen keine Folge rausgekommen ist. Ich habe im Moment keine Zeit zum Folgen aufnehmen. Also nicht wundern, wenn es mich durch mal 2-3 Tage Pause ist. Ich brauche auch noch meine private Zeit noch. Ja, nur dass halt Bescheid wisst. Ich tue noch ein paar Folgen noch produzieren. Die lade ich dann dementsprechend auch wieder hoch. Die Folge erscheint heute, also am 19.02. direkt. Nachdem ich sie aufgenommen habe, tue ich sie direkt hochladen. Also es kam auf der Festplatte, ist sie schon wieder unten, die Folge. Und bei YouTube hochgeladen. Ganz einfach. So. Ihr habt also quasi ganz komplette neue Folge für diese Woche. So, was macht der Helfer? Der Helfer scheint fertig zu sein. Kann das der Helfer machen? Ja, das ist fertig. So. Nee. So, X. Nee. Ich drücke mal die falsche Taste. X. So, dann hole ich gleich mal einen Schwader. Können wir den ganzen Dreck nicht zusammen schwadern. Das brauche ich nämlich nochmal. Ja. So. Kann ich schon sehen, wie geht den Bäumen. Einen Spalter haben wir ja schon da, das ist gut. Sehr, sehr gut, an den habe ich schon gar nicht mal gedacht. Also der tut jetzt mehrere Reihen in eine zusammenfassen, dann haben wir es leichter beim Ballenpressen. Hier noch nicht ausklappen. Noch gar nicht da. Jetzt kannst du es für mich ausklappen. Also ich wollte mich da nochmal bei meinen Abonnenten bedanken, bei meinen Spender, wo mir jetzt durch mal ab und zu mal einen Euro zu spenden. Dankeschön. Es ist für eine Gamecatcher Card HD 60 Pro. Genau, HD 60 Pro. Die will ich mir ganz gerne holen. Dann kann ich mich auf der PlayStation 4 genau mit OBS, wie jetzt hier auf dem PC, die super tolle Aufnahmen machen. So lange wie ich will. Ich brauche jetzt nicht immer ständig auf die Uhr zu gucken. Ich muss aufhören. Weil bei der PlayStation 4 gibt es eine gewisse Minutenanzahl, wo du aufnehmen kannst. Wenn die weg ist, ist das Programm dann auch automatisch beendet. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, kann man nichts machen. So, dann haben wir noch. Alter, ich mache das gerade. Also habe ich keinen freien Tag mehr da. Der ist nämlich gleich fertig. Dann holen wir mal die Maschine als nächstes. Und der ist auch fast fertig, so wie ich sehe. Obwohl, mal kurz gucken, nee, hier gucken wir, wie es da aussieht. Wie weit denn schon ist. Nur ansehen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich muss auf jeden Fall dann nochmal düngen. Ich habe 3 Düngerstufen, das ist Stufe Nummer 2. Und die nächste Düngerstufe ist damit ein bisschen gewachsen. Jetzt müssen wir gerade mit dem Düngerstreuer oder mit dem, Höhle fast drüber, da haben wir ja noch ein bisschen Silage, ich kann euch sagen wie viel, ich muss selbst gucken. Ich kann mal F1 drücken, da haben wir drin. Wird gar nicht angezeigt. Dann tun wir es mal öffnen, vielleicht wird es 723.000 Liter an Silage. Ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. So. Wenn der fertig ist, hole ich mal die Ballmaschine, dann können wir schon mal anfangen, ein paar Ballen zu pressen.
Also langsam läuft's hier rund hier auf der Map Westbridge Shields auf unserem Bauernhof. Zwei Ballen möchte ich ganz gerne mit euch noch fressen, dann ist der Livestream auch wieder. Nicht der Livestream, Entschuldigung, Let's Play-Folge auch wieder beendet. Was hat Bugs Benzema zu sagen? Meine Mama wollte, dass ich ein Mädchen werde. Bin ich ja auch fast eine Braut mit Vollbart. Also Bugs Benzema hat immer recht, müsst ihr euch merken. Meistens zumindest mal Helfer B ist fertig. Ich gerade noch, bis es fertig ist, aufklappen. Ups, das war natürlich nichts. Das hat eben keiner gesehen, was ich da gemacht habe, da ich den Baum gefahren bin. Jetzt habe ich selbst gesagt, ich trottel, ist egal. So. Und tue ich das hier auch gerade wieder aufräumen, so wie es gehört. Hier in den Schuppen. Wenn es das natürlich lässt. Das sind ja die Geräte, wo ich gar nicht leiden kann hier. Wenn du da nicht so viel Gas gibst, haut das Gerät hier nämlich weg. Ballmaschine wollte ich holen. Schafft auch der Tracker hier. Das werden wir gleich sehen, ob er es schafft. Das wird eine XXL-Folge, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich nehme mittlerweile schon 26 Minuten auf. Hätte eigentlich nur eine 15-Minute-Folge zeigen sollen, aber wie man hier sieht, mit 15 Minuten kommt man hier nicht weit. Ah, der Feld 18 Man ist auch fertig. Sehr gut. Freut mich. So, jetzt müssen wir das Ding gerade noch ein bisschen auffüllen hier. Mit Garn. Der 29, ja, ich habe sie ja gebraucht am letzten Mal. Also ich sollte ja X, Y. Wenn man hier sieht, hier geht alles auf, dann. Ich kann es euch mal zeigen. Hier kommen dann die ganzen Gun-Dinger rein, hier, da und da und da und da. Wir können nur 15 Ballen pressen, dann sind wir leer. Also tun wir mal schnell auffüllen hier. Und schon können wir wieder 190 Ballen pressen. Also per Garn zusammenschnüren. Ich hoffe, jetzt soll die Palette nicht kommen. So. Ein bisschen in der Innenperspektive, jetzt mal was Neues. Ist jetzt fertig oder ist jetzt nicht fertig? Ich würde sagen, der ist jetzt auch fertig. Na, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten rechts. Der ist noch nicht fertig, der Helfer hier. Oh Mann, ey, was ist mit den Helfern los? Na, hallo, da geht's weiter. Ja, so sind halt die Helfer im LS17, aber da hat sich das groß geändert. Beim LS19 sind sie genauso blöd. Ballen wieder gepresst hier.
Okay, da kommt der erste gleich raus. Zweite. Na, wie schön es geht. War irgendwie ein Grasballen dabei. Oder? Sieht das nicht so aus? Ja, da war irgendwo ein Stückchen Gras dabei, aber ist nicht schlimm. Ah, nee, doch nicht war ein Gras. Nee, ist ein Heuballen. Sah nur so aus. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt habe. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Tschüss, euer Christoph D86. Viel Spaß noch. Ciao.